Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge heute am Freitag, dem 1. März bereits schon wieder. Naja, könnt ihr mal sehen, 2 Monate sind schon wieder rum. Zumindest wenn die Folge kommt, für uns natürlich noch nicht. Wir haben nämlich gerade mal Mitte Februar. Und wir aufnehmen gerade heute am 15. nämlich. Und haben wir viel im Voraus hier. Umzugsbedingt allerdings bei mir. Ja, mit dabei heute natürlich wieder, wie immer, der Heiko ist wieder da. Hallo. War ja duschen in der letzten Folge hier einfach. Ja. Und der Nils muss auch sein, ja. Und der Nils ist auch da. Hallo. Hallo. Oh, ich mach schon wieder Mischfutter hier, Heiko. Okay. Wie ruckelt mein Spiel so extrem jetzt? Wenn ich stehe, sehe ich alles normal flüssig laufen, ob wie Nils fährt. Also bei mir ruckelt nichts. Ah, es hat sich gefangen. So. Hey, wir brauchen schon echt lange, bis so ein Spieltag weg ist bei 5er Geschwindigkeit, ne? Das stimmt schon. Das sind so ein paar Minuten. Ein paar Minuten ist gut, ja. Ich habe gerade Nils gesagt, dass ich immer relativ knapp mische hier, dass ich immer relativ wenig Silage drin habe, dafür aber relativ viel Heu beim Mischen. Bin jetzt zu dem Schluss gekommen, Heiko, wahrscheinlich ein bisschen Silage bei der Scheune zu verkaufen. Okay, ja, ich will jetzt auch ein bisschen was. Ich will jetzt nur vorher die Kühe gut auffüllen, weißt du? Mit Mischfutter. Und ja, dann werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich wahrscheinlich sogar die ganze Silage verkaufe, die ich dann habe. Okay. Deswegen will ich aber vorher die Kühe möglichst voll machen mit Mischfutter. Na gut. Weil man kann es übrigens nicht einlagern, Heiko. Im Silo geht es nicht rein. In die Scheune natürlich sowieso nicht. Lässt sich also nicht einlagern. Hallo Nils. Hallo. Mal hier bei der Arbeit beobachten. Mal gucken, was hätten wir für schöne Aufträge, die man noch so schnell erledigen könnte jetzt. Flügen, noch weniger Bock drauf? Nein. Transportieren von Bauer Hans? Nein. Ernten. Mais. Was fehlt nur Schneid dafür? Ernten. Feld 4. Mit unserem Drescher. Ich habe jetzt allein schon wieder 32.000 reingeschmissen, ne? Ernten Feld 1 mit unserem Drescher. Es sind jetzt echt schon 75.800 Mischfutter hier drin, ne? Okay. Im so. Kuhstall. Anzubieten wir auch noch Feld 23 mit unserem Drescher. Ja, das war's. Und das ist immer noch nicht voll, Heiko, ne? Okay. Also, Nils, was wollen wir machen? Feld 1, 4 oder 23? Ich würde sagen, also ich sag mal so, Feld 1 bringt am meisten. Mhm. Aber auch am weitesten weg. Ne? Kriegst aber auch am schnellsten geerntet, weil es recht schmal ist und du einfach nur geradeaus fahren musst. Naja. Feld 23 haben wir wo? Ja, ist kacke zu ernten, ist zu schräg. Naja, so schwer ist es nicht. Du musst halt einfach schräg ansetzen. Ja, gut. Dann durchfahren. Geht eigentlich auch. Ja. Dann wollen wir Feld 1 halt machen. 100 weniger. Wollen wir Feld 1 machen? Da echt einen weiten Weg, ne? Als da hoch zu karren. Ja, deswegen. Das sind nur 160 mehr. Am Ende die Spritkosten. Ja, stimmt. So, ich bin schon dabei, den nächsten Anhänger hier zu machen. Gut, machen wir Feld 23, würde ich sagen.
Mischfutter wieder. Nochmal. Warte mal kurz. Ja. Oder 31. 31. Bringt allerdings eine 2600. 31. Ist aber auch kleiner. Ja, da haben wir Schneidwerk aber nicht. Haben wir nicht? Nee. Oh, ja. Nicht gesehen. Also 23. Ja. So. Ich bin wieder ein LKW. Den ich da so schön eingepackt habe. Ja, der an der falschen Stelle steht. Egal, er ist eingepackt. Kann man sehen, wie er will. So, rundum leuchten an, in der Überbreite. Ich hoffe, dass kein Auto entgegenkommt. Oh, fitter Muschwagen ist wieder voll. Die nächsten 16.000 Liter. Machst du jetzt nur für Mischfutter oder was? Jetzt gerade, ja. Also heißt, du verarbeitest den ganzen Stroh und Holz im Mischfutter? Naja, nö, ich verarbeite, dass der Kuhstall voll ist. Ah. Weil ich, wie gesagt, anschließend die Silage verkaufen will und ich dann nur dafür sorgen will, dass vorher auch genug Futter für die Kühe da ist, auf jeden Fall. Ich habe übrigens schon jetzt, Heiko, 9.500 Mist, ne? Okay. Also gut, 9.500 ist echt schnell weg, glaube ich auch. Ja. Deswegen, weil Nils meinte gerade schon, ja, vielleicht können wir ja bald einen Miststreuer kaufen, aber ich meinte, das macht aktuell noch keinen Sinn, glaube ich. Nee. Da brauche ich noch mehr Kühe und vor allem auch noch Schweine. Ich habe mir als Ziel gesetzt, ich werde mir den Miststreuer bzw. auch Güllefass erst holen, wenn du Schweine hast. Okay. Oder bei der Gülle müssen wir gucken, weil im Zweifelsfall müssen wir irgendwann zwischendurch was kaufen, um die irgendwo zwischenzulagern, weil ich weiß sonst nicht, wohin mit dem ist, ne? Mit der Gülle genauso wenig natürlich. Ja. So. Gut, jetzt habe ich 91.700 Mischrationen drin. Ist zwar nicht ganz voll, aber fast. Würde ich jetzt dabei belassen. Und machen wir jetzt den Spaß und mähe erstmal beide Wiesen ab. Ich schwade aber nicht und zetter auch nicht. Ich mähe sie einfach nur ab. Weil ich brauche ja fürs Fahrsilo, brauche ich ja kein Heu, kann ich ja auch einfach Gras nehmen. Ja. Und wenn ich aber jetzt schon mähe, bevor ich das verkaufe, dann kann das Gras in der Zwischenzeit schon mal wieder nachwachsen. Und dann kann ich nochmal mähen. Ja. Und dann habe ich gleich wieder mehr Gras zum Reinschmeißen. Ja, so ist das hier. Und dann kann das Gras schon wieder nachwachsen in der Zwischenzeit. Achso, den Frontlader brauche ich aktuell nicht. Den sollte ich übrigens mal gucken, ob ich den reparieren kann, Heiko, den Frontladeraufsatz, weil der ist echt schon stark demoliert bei mir. Okay. Das machen wir jetzt mal gleich. Wir gucken mal, ob wir den reparieren lassen können. Der ist nämlich echt schon, da war was gewesen. Warte mal, ich kann mal gucken. Fahrzeuge. Ne, wo war das? Fahrzeugliste hier. 0%, Heiko. 0. Oh Mann. 12,7 Betriebsstunden, 0%. Ich kann ja mal danach sortieren, nach den Prozenten. Also der Stoll, ja, 0%. Danach kommt übrigens euer Drescher, ne? John Deere. Oh. 47% nur noch. Der 600. Das ist ja auch im Dauereinsatz. Ist der Drescher, oder? Der 625X ist der Drescher, oder? Warte, kann ich dir das sagen? Warte. Weil ihr habt ja noch einen T560, habt ihr ja auch noch. Ja, T560 ist der Drescher. Weil, was meinst du? Das X-Dings? Das ist das Schneidwerk. Ach so. Schneidwerk. Das Schneidwerk hat nur noch 47%. Oh, dann müssen wir mal zur Reparatur. Der Drescher selber hat noch 70. Oh, du hast mir den Radlader gebracht. Jo. Oh, danke schön. Bitte. Sind 4 Schaufeln gleich ein Anhänger bei dir, ne? Weil eine Schaufel gleich 3000. Oh, sehr schön. So. Wie war's durch den Tank? Ich denke, dass du das ganze Feld schaffen solltest, oder? Ich hab 2000 drin. So, ich hab jetzt meinen. Nach der Hälfte. Meinen Frontlader repariert. Hat 67 Euro gekostet. Verdammt viel. Ja, aber dafür ist er jetzt wieder bei 100%.
Ja. So. Werden eigentlich irgendwo aktuell in der Garage, war die aktuellen Betriebskosten für die Fahrzeuge angezeigt? Gute Frage. Ne, weil es steht überall nur ein Alter drin. Alter, wie viel Laufzeit er schon hat und die entsprechenden Leistungswerte, aber steht nirgendwo drin. Auch in der Übersicht hier nicht. Die Betriebskosten für das einzelne Fahrzeug stehen nicht mehr drin. Der Wiederverkaufspreis steht drin, ja, aber. Okay. Achso, deine Schaufel, Heiko, ne? Ja. Für den. Vielleicht solltest du die irgendwann mal kaufen. Denk daran, ne? Stimmt, die habe ich noch gemietet, ne? Die ist immer noch gemietet, die Schaufel für den Radlader. Ach komm, noch lässt sich's finanzieren. Die paar Euro. So. Ich mähe aber trotzdem erst, Heiko, ne? Ja, kein Stress. Warte mal, kann der Strautmann-Ladewagen eigentlich auch die Lage aufnehmen? Wenn ja, wäre es ja easy. Einfach rüberfahren. Ja, müsste. Nee, mir geht es vor allem gar nicht mal wegen einfach rüberfahren. Mir geht es vor allem darum, Kapazität? höhere Kapazität, ja. Aber ja, kann er. Ladewagen. Ja, kann er. Meinst du, das geht mit einfach drüberfahren? Ah, ich glaube nicht, weil der deckt ja immer den kleinen Teil für Teile auf. Nee, ich kann es ja auch manuell weiter aufdecken. Keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Mal ausprobieren, wa? Aber trotzdem mähe ich erstmal. Ja. Erstmal nochmal Rasen mähen. Damit noch mehr Gras hier rumliegt. Ein Ladewagen sammelt Gras, Heu oder Stroh ein. Er kann auch mit Häcksler gut befüllt werden. So, mit vier Sachen. Und das fünfte ist halt Silage. Dann. Einmal Lade. Fahrtrichtung wechseln vom Traktor. So. Weißt du, jetzt ist 23.000 Genau. an Volumen. Genau deswegen nämlich. So, ey, die großen Dinger, der zum Beispiel Rippelt mit 8.400 W, ne? Der 150.000 kostet, Alter, der hat einfach mal so ganze 56.500 Volumen und braucht nur 240 PS. So, wir mähen einmal fleißig Gras hier wieder. Erstmal auf der Ja. kleinen Wiese. Dann nochmal auf der großen Wiese. Naja, mehr Gras, mehr Geld, wa? Beziehungsweise mehr Gras dann fürs Fahrsilo wieder. Warte, hier ist ja schon das Gras vom ersten Mal abmähen immer noch drauf. Ja. Heißt, es sind auch von zweimal abmähen hier. Bei dem anderen Feld, wenn ich dann nach dem Mähen dann auch warte einfach, dann habe ich da auch nochmal zweimal drauf. Und du weißt ja, wie oft ich letztens schon beim Heu einsammeln da fahren musste. Ja. So, auf geht's. Nächste Runde. In die Wiese. Achso, sonst hat mein Tempomat runtergestellt gehabt. So. Ich traue mich schon gar nicht mehr, Thumbnails zu machen, wie ich Gras mähe, ne? Das ist. Ja. Aber es ist halt beim LS tun sich halt die Thumbnails irgendwann wiederholen, ist nun mal so, ne? Ja. Ja, 22,7 Betriebsstunden hat übrigens mein Traktor schon, Heiko. Okay.
auch nicht gerade wenig, hä? Nee, aber der ist ja auch ein einziges Fahrzeug von daher. Ja, und eines dieses Fahrzeug, ich habe kein anderes. Aber mit ihm kann ich alles machen, was ich machen muss. Für Aber meine bis Tiere. irgendwann dann Sachen zu groß werden, dann die PS zu wenig. Naja gut, aber was wird denn hier groß größer? Keine Das Ahnung, vielleicht Einzige, mal was eine sie größere wirklich. Kapazität vom Laderaum oder so. Das Einzige, was sie wirklich viel PS braucht, sind die Mähwerke und da gibt es kein größeres. Abgesehen von dem großen Krone, was ist denn ein Selbstfahrer? Ja. Hab ja schon Front- und Heckmähwerk, also von daher. Mehr gibt's ja nicht. Ja. So, was hat ein Tank, Nils? 7000. Reicht doch nicht einmal. So, liebe Leute, die Folge ist aber auch schon wieder zu Ende. Und deswegen sehen wir uns dann wohl ja morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Ich mache es jetzt trotzdem ein Thumbnail vom Rasenmähen. So. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst doch bitte auch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, auf jeden Fall immer. Und ja, wir verabschieden uns für heute von euch. Und sagen einfach noch ganz schnell ciao, tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.